Mein Name ist Tobias Dornbusch, ich bin Diplombiologe, 39 Jahre alt und arbeite als Berater in der Elefantenhaltung, vorwiegend für Zoos und Safariparks. Ich habe auch Elefantentransporte für Zoos durchgeführt, auch mit Elefantenbullen. Grundsätzlich ist mir wichtig, dass es möglich ist, Elefantentransporte durchzuführen, und zwar sicher wie auch tiergerecht, wenn man entsprechend gut vorbereitet ist und es professionell durchführt. Ein Transport von Elefanten gehört natürlich irgendwo zur Königsdisziplin der Tiertransporte. Man sollte allerdings grundsätzlich drei Sachen bei Elefantentransporten beachten. Erstens sollten die Elefantentransporte so kurz wie möglich sein. Also auch bei längeren Strecken sollte dann der direkte Weg gewählt werden. Zweitens sollten die Elefanten sofort nach Erreichen des Zielortes ausgeladen werden und nicht, wenn man abends ankommt, dass man dann die Elefanten auf dem Transportwagen übernachten lässt, weil die Übernachtung der Elefanten auf dem Transportwagen viele Nachteile und Risiken mit sich bringt. Und drittens, auch wenn nicht eine sofortige Entladung der Elefanten bei Erreichen des Zielortes möglich ist, so sollten doch zumindest sofort die Türen des Transportwagens aufgemacht werden. Dadurch können in der Regel die Elefanten den Transportwagen noch nicht verlassen, denn bei Zirkustransporten sind die Elefanten meistens angekettet. Bei Zootransporten gibt es irgendwie so eine Gittertür oder so Stahlstangen, die ein Austreten der Elefanten verhindern. Das Öffnen der Türen vom Transportwagen ist wichtig für den Gasaustausch, für die Belüftung, aber im Sommer zum Beispiel auch, dass sich nicht im Transportwagen die Hitze aufstaut. Man kennt das vielleicht bei Hunden im Auto im Sommer, da sollte man ja auch die Hunde nicht im Auto lassen.